Jogginghose zur Schule gegangen, wenn normaler Unterricht war, noch nie. Das habe ich auch nie gemacht. Also ich gehe aber auch nicht mit Jogginghose einkaufen oder so. Also super, super, super selten, vielleicht einmal im Jahr abends, wenn kein Mensch mehr draußen ist. Ich ziehe lieber irgendeine andere gemütliche Hose an, aber ich gehe nie mit Jogginghose raus. Ja. Dankeschön. Bitteschön. Ja, und das Ding ist, ich wollte zum Beispiel, also manchmal habe ich dann so voll Lust, mir wieder ein paar Extensions zu machen, und dann mache ich das nicht, weil ich weiß, ich habe eine Präsentation, vor allem zum Beispiel vor meiner Bachelor-Thesis. Bevor ich meine Bachelor-Thesis präsentiert habe, wollte ich eigentlich welche machen und dachte mir so, nee, ich mache das jetzt nicht, weil ich will nicht am Tag meiner Bachelor-Thesis Wimpern drauf haben. Einfach weil eigentlich dürfen die Profs dich ja nicht nach sowas beurteilen, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Wenn man sich so denkt, die haben ja irgendwie so ein bisschen Spielraum und irgendwie zählt der Eindruck immer ein bisschen mit rein, und ich dachte mir so, ich riskiere das nicht. Bin mit kurzen Nägeln und ohne Wimpern und so gegangen. Boah, Leute, mir ging es an dem Tag gar nicht gut. Ich war auch richtig, richtig krank. Dankeschön für die ganzen Flammenherzen an Abend. Ja. Das ist einfach eine Never-Ending-Story. So im Alltag in der Uni mache ich das, also so interessiert mich das nicht. Denkst du, Frenchnägel, also mit Rot, also dieser Wing ist übertrieben für den Akku? Nee, safe nicht, safe nicht. Ich habe jetzt zwar Weiß, und Weiß finde ich eigentlich immer, geht immer, immer schön und klassisch und clean. Aber ich habe die, ich mache die, meistens mache ich im, so im Herbst oder im, so im Dezember, mache ich mir auch rotes French. Ich finde das richtig schön. So ganz rote Nägel mag ich gar nicht. Also das ist nicht mein Geschmack. Vor allem nicht bei verlängerten Nägeln. Weil wenn du kurze Nägel hast, dann ist nochmal was anderes. Dann kann das trotzdem schön und elegant aussehen. Aber ich finde, wenn man lange Nägel hat und die dann rot macht, das gefällt mir nicht so gut. Aber rotes French finde ich richtig schön. Leute, wie kriegt man viele Abonnenten? Ich würde sagen, einfach jeden Tag posten. Keine Ahnung. Oder? Was denkt ihr? Und halt live gehen. Bei mir bringt es tatsächlich sogar mehr, live zu gehen, als zu posten. Wie viel kosten Nägel? Es kommt drauf an, wo du die machen lässt. Also meine Tante geht zum Beispiel zur russischen Maniküre und die zahlt immer 50 Euro. Ich gehe in so ein ganz normales Nagelstudio, und für die, das war aber Neumontage, muss ich dazu sagen, die haben jetzt 40 Euro gekostet. Auffüllen mit French kostet bei uns so 35 oder so. Und nur Auffüllen Natur, glaube ich, kosten bei uns so irgendwas zwischen 25 und 30. Also eigentlich recht günstig. Ja, ich brauche erstmal 1000 Abonnenten, um live gehen zu können. Leute, folgt ihr mal alle. Ich folge dir jetzt auch. Ja. Leute, folgt ihr mal alle, die hier drin seid, sind. Und dann könnt ihr reinschreiben, und dann bedanke ich mich bei euch. Ich finde zu lange Nägel scheußlich. Oh, ich finde, ja, also, ja, keine Ahnung. Das hier ist mir tatsächlich auch schon ein bisschen zu lang, weil die so rausgewachsen sind. Aber ich finde, wenn man pflegt, ist es in Ordnung. Hast du mal ein Instrument gelernt? Nein, leider nicht. Ich wünschte, ich hätte ein Instrument gelernt. Ich wünschte, ich hätte irgendwie ein Klavier oder so gelernt. Aber ich habe leider gar nichts gelernt an so Instrumenten. Ja, aber du kannst ja auch kaufen. Ja, aber das macht man ja nicht. Vor allem TikTok zählt ja. TikTok, dir wird bei TikTok angezeigt, wie viele Abonnenten du hast. Und dann wird dir in deinen Insights angezeigt, wer davon zählt. Also nicht, dass die nicht echt sind, diese anderen Abonnenten. Aber manche sind so, das sind so inaktive Accounts oder so. Die werden nicht alle gezählt, deswegen, es bringt eigentlich nichts, sich Follower zu kaufen. Glaubt zumindest. Vielleicht, um live gehen zu können. Aber die 1000 kriegt man eigentlich schnell voll, wenn man einfach einmal ein virales Video postet. Deine Nägel sind voll schön. Dankeschön. Ich spiele Klavier seit 5 Jahren. So schön. Ich wünschte, ich könnte das. Ich würde so gerne können. Dankeschön, der Schuh, du bist auch voll hübsch. Danke, Zene, fürs ganze Stummschalten. Ich sehe das. Ich bin dir so dankbar. Wie gehst du mit der Hitze um? Ich habe den Ventilator neben mir stehen. Hatte ich vorhin nicht, aber dann ist mein Handy abgekackt. Wenn das nochmal passiert, gehe ich auch ganz raus. Alles Gute, Dankeschön trotzdem.
meine, du nimmst dir auch die Zeit und so, um hier alles stumm zu schalten und so. Hallo, Dennis from Germany. Zeig die. Was denn? Den Ventilator? Ich kann dir nicht zeigen, der ist einfach an der Steckdose. Ich kann den nicht weiter hier hinschieben. Kannst du das für dich behalten? Ich kann alles für mich behalten. Leute, wenn man mir etwas erzählt und sagt, sag es keinem, dann weg. Ich kann Geheimnisse so gut für mich behalten. Das muss man mir einfach lassen. Keine Klimaanlage. Nee, in Deutschland brauche ich ja keine Klimaanlage in meinem Zimmer. Ich habe einfach so ein Ventilator liegen. Und wenn es mega warm ist und so, dann mache ich ihn einfach an. Schön, Georg. Dankeschön. Woher holt man guten Schmuck? Ich würde sagen, oh, ups, ist nicht schlimm, Zeynep, ist kein Problem. Es gucken 160 Leute zu. An wen hast du das gerade gerichtet? Was? So. Ja, das ist so. Guten Schmuck, also ich, ganz ehrlich, Leute, ich sage eigentlich immer, echt Gold ist eigentlich am besten. Klar, das ist teuer und da muss man erstmal rein investieren, aber Leute, das behält seinen Wert. Das verfärbt niemals und ihr habt es halt immer. Das Einzige, was belastend ist, wenn ihr was verliert. Ich habe letztens einfach einen Ohrring verloren auf dem Weihnachtsmarkt, glaube ich zumindest. Ja, tut dann halt ein bisschen mehr weh als jetzt woanders. Also wenn du irgendwie einen Fake-Ring oder so verlierst. Aber ja, ansonsten, ich habe auch einiges so von Swarovski und so, was ich gerne trage. Aber eigentlich ist die Qualität nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Also die Sachen verfärben bei mir zwar nicht, aber die bleiben nicht so schön glänzend. Deshalb weiß ich nicht. Ich würde halt immer darauf achten, dass die Sachen wenigstens vergoldet sind oder so. Das ist auch nicht viel teurer, aber dann hält die Farbe besser. Hast du Geschwister? Ja, ich habe... Leute, ich muss mal nachdenken. Ich habe 4 Geschwister, weil ich immer... in meinem Kopf, wir sind 5 und dann muss ich immer denken, wie viele Schwestern ich habe, wie viele mit meinem Bruder zusammen sind. Wir sind 5, also ich habe 4 Geschwister. Deswegen denke ich immer drüber nach, weil ich immer überlegen muss, weil manche fragen, wie viele Schwestern hast du, wie viele seid ihr und so. Und dann, ja, habe ich das nicht so im Kopf. Was findest du an dir positiv? Viel. Ohne, dass das eingebildet klingt. Aber ich finde sehr viel an mir positiv. So. Ich würde sagen, ich bin eine sehr gute Freundin. Und ich gebe mein Bestes, ein guter Mensch zu sein. Was hast du für Wurzeln? Ich bin Kurdin. Bin aber hier in Deutschland geboren. Danke, Dadani, fürs Folge. Und danke an Mohammed Ahmed fürs Flammenherz. Und danke, Udo, fürs Folgen. Bist du sehr emotional oder romantisch? Ja, ich bin extrem emotional. Also ich bin voll nah am Wasser gebaut. Ich weine viel bei Musik. Musik ist bei mir ganz oben. Kennst du diesen Sinan? Nein, kenne ich nicht. Zeynep. Ja. Aber an sich bin ich... Ja. Du schöne Gesichtszüge, Dankeschön. Sieht ein bisschen aus wie eine Italienerin. Ich weiß zwar, was du meinst, wegen so lange dunkle Haare und so, aber wenn ihr mal in Italien seid, ich habe mal ein bisschen analysiert in Italien, wie sich Italienerinnen schminken. Ich finde, die schminken sich voll anders. Also die schminken, so das, was ich so wahrgenommen habe, ist, dass die viel so Kajal und so tragen und nicht so viel irgendwie Blush und sowas. Und dann halt immer so schlanke Lippen geschminkt, also so rote Lippen oder so. Italienerinnen sind so hübsch. Aber ich finde, man sieht mir an, dass ich keine bin. Du bist sehr sympathisch, man sieht an deinem Ausschlag, dass du ein reines Dach bist. Ich habe gestern, war das glaube ich, oder vorgestern, ich habe fast überall geguckt, wie vorgestern war das, nach diesem Kadaif, also dieses Engelshaar für die Dubai-Schokolade, habe ich einfach nicht gefunden. Also ich war in 2 Märkten, aber es waren 2 arabische Märkte, ich muss jetzt mal im türkischen. Und dann muss ich halt noch diese Pistazienchen kaufen und so. Also fürs Selbstmachen muss ich halt trotzdem alles neu einkaufen. Aber ich habe die Dubai-Schokolade, ich habe sie mir ehrlich gesagt nicht selbst bestellt, aber ich bekomme sie geschenkt und die kommt dann Ende September an.
gerade freue, weil ich mir die ganze Zeit diese Videos angucke und die das so knacken und dann so reinlassen. Das sieht so lecker aus. Ich habe im Moment so Cravings danach. Italiener reden sehr laut. Ja, das stimmt. Meine beste Freundin arbeitet bei Italienern oder hat bislang bei Italienern gearbeitet und das war immer amüsant. Die haben, sind sehr temperamentvoll, die meisten. Ey, das muss ich echt machen. Ich glaube, wenn ich sie mache, mache ich 3 Varianten. Ich mache einmal Haselnusscreme, weil ich habe die Haselnusscreme von Kiki sogar zu Hause. Die habe ich auch geschickt bekommen. Pistaziencreme müsste ich kaufen und Lotuscreme müsste ich halt auch kaufen. Aber das kriegt man ja eigentlich, glaube ich, alles in Rewe. Schick, Dankeschön. Glaubst du letztendlich an das Schicksal? Ja. Schon. Also ich glaube, dass vieles einfach beschrieben steht. Ist auch beschrieben. Ja, genau. Meine kommt auch von Kiki. Aber ich will... Ich will auch noch die aus dem Rewe probieren, Leute. Habt ihr das mitbekommen, dass Rewe die jetzt auch hat? Ich meine nicht die von Kiki, sondern eine eigene von so einer anderen Marke. Aber die ist bei uns noch nicht angekommen. Also die gibt es bei uns in den Märkten noch nicht. Ich habe extra angerufen, weil ich die so gerne probieren will. Das ist etwas aus Switch. Ich kenne sie nicht, habe ich gesagt. Hello, Alex. Deswegen kann ich dir jetzt nicht sagen, ob ich sagen würde, ja, wir sehen uns ähnlich oder nicht. Rechten Fleck, danke schön. Aber eigentlich finde ich, du kannst es nicht beurteilen. Hey, ich muss mir die nachher mal angucken. Hi, Silan. Ich freue mich jedes Mal, wenn die Leute drin sind, die öfters drin sind. Ich freue mich. Und Leute, ich gucke mir das jetzt, wenn mein Laptop hier neben mir stehen, weil ich Musik da drauf höre. Ich gucke mir das jetzt an. Wie heißt die nochmal? Kann ich das nochmal reinschreiben? Das ist jetzt hochgerutscht. Chimen? Von welcher Serie? Ah, hier. Ich hab's, glaube ich, sogar. Oh nein. Ich hab's verloren.